Willkommen bei Fast Forward Science, dem Webvideo-Wettbewerb für die Wissenschaft. Wie mache ich eigentlich ein gutes Webvideo für die Wissenschaft? Das ist die Frage, die mich umtreibt, tief bewegt, wirklich ins Grübeln bringt und die auch in der ersten Runde des Wettbewerbs nicht endgültig beantwortet werden konnte. Gucken wir uns doch mal die Highlights von Fast Forward Science 2013 an und welche Kniffe und Tricks die verwendet haben. Bei Kissing, Scientifically Explained, möchte man meinen, dass der Clou im Mixen verschiedenster Techniken liegt. Whiteboard, ein bisschen Knete, Schiebetechnik und zum Start auch noch ein paar ganz klassische Filmsequenzen. For some people, kissing is a very serious business called philematology. Oder war hier doch die äußerst sympathische Stimme von Magda ausschlaggebend und die sehr liebevolle Produktion? Viel Liebe zum Detail und ein Wahnsinnsaufmacher sind beim Video The Invisible Colors of the Universe zu entdecken, dem Gewinner in der Kategorie Next. Die Lieblingsstelle der Macher selbst? Also in meinem Fall, ich glaube, diese Vorspannung gibt es. Also fängt das Video so, bla bla bla, und worum geht das eigentlich? Und auf einmal kommt dieser Titel, ne? Das Ding Licht auf einmal. Ne? Man kann nichts sehen bis jetzt, The Invisible Colors of the Universe. Ein gutes Webvideo braucht aber mitunter gar nicht so viele atemberaubende Bilder. Man kann auch zwei Fotos auf Papier ausdrucken, sie in die Kamera halten, dabei am Schreibtisch sitzen und trocken über Pilze in der Spülmaschine referieren. Hauptverursacher ist in diesem Fall nicht der klassische Schimmelpilz, sondern eine schwarze Hefe namens Exophiala dermatitis. Ganze zwei Kameraeinstellungen benötigt Lars Fischer für seinen Wissenschaftsvideocast. Das Gewinnervideo in der Kategorie Pro, vom Herzschlag zum Quantensprung, ist im wahrsten Sinne des Wortes superlativ. Superschnelle Fotokameras arbeiten mit mega kurzen Lichtblitzen, um Attosekunden lange Bewegungen ins Bild zu setzen. Boah, war das schwer. Will man die Bewegung der Elektronen in Atomen oder Molekülen studieren, muss man in der Lage sein, Zeitintervalle von wenigen Attosekunden festzuhalten. Das war auch die Stelle, die dem Produzenten so richtig ans Herz gewachsen ist. Mir gefällt die Stelle ganz gut mit den Molekülen, diesen grünen, schönen, leuchtenden Molekülen, wo der Lichtblitz dann so durchgeht in die Moleküle. Das ist meine Lieblingsstelle von den Farben einfach. Mit der ergreifenden, persönlichen Geschichte der kleinen Hanna gewinnt Leukemia Development and Treatment die Herzen seines Publikums. Außergewöhnlich bei diesem Video ist auch die kindgerechte Bildsprache, mit der die Ärztin erklärt, wie das so mit den Krebszellen funktioniert. Das Problem bei Hannah ist, dass sich in ihrem Klassenzimmer eine bösartige Stammzelle befindet, die sich nicht an die Regeln halten will. Sie heißt Leukämie und etwas stimmt mit ihr nicht. Sie kopiert sich unaufhaltsam, bis die ganze Schule und alle Blutbahnen voll von ihren Kopien sind. Komplett durchgestylt und dicht, wirklich dicht. Dicht an Informationen ist Fracking, Chance oder Risiko, unser Gewinner in der Kategorie Kommunikation. Mich hat ja das Rauszoomen am Ende tief beeindruckt und der Aha-Effekt, der dabei entsteht. Aber die Informationsdesigner, die hinter dem Video stehen, haben sich in eine ganz andere Stelle verguckt. Meine Lieblingsstelle ist die Stelle, wo erklärt wird, warum es die Chemikalien gibt. Und da passieren drei Dinge, und zwar das Wasser verdichtet sich, die Bakterien sterben ab und die Mineralien lösen sich auf. Mag ich sehr gerne, vor allem wenn die Bakterien sterben. Authentisch, leidenschaftlich, unterhaltsam und originell. Ich zitiere hier gerade aus der Lobrede des Videos, was mit unserem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet wurde, der Mitternachtsformel. Ein großartiges Beispiel für ein erfolgreiches Wissenschaftswebvideo aus dem Genre Musik. Die musikalische Neuerung war, dass ich da zum ersten Mal so einen Wobble-Bass im Hintergrund, so ein bisschen Dubstep reingebracht habe. Denn jetzt kann man auf der linken Seite einen Zaubertrick machen und diesen Term mithilfe der ersten binomischen Formel vereinfachen. Aus unserer Jury-Sitzung habe ich auch noch einen letzten kleinen und ziemlich logischen Erfolgsfaktor für eure Videos mitgenommen. Wenn ihr eine Frage stellt, dann beantwortet sie doch auch. Also, für ein gutes Wissenschafts-Webvideo braucht ihr eine sympathische Stimme, einen Wahnsinnsaufmacher, eine Geschichte, zwei Kameraeinstellungen, Superlative, Authentizität und Leidenschaft. Wenn ihr jetzt sagt, pa, pa, ho, ha, das kann ich auch. Da macht doch mit bei der zweiten Runde von Fast Forward Science. Wir feilen gerade an den Details für 2014. Lasst euch überraschen. Tschüss.